Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Ghost of Tsushima. Wir haben übrigens beim letzten Mal die Bogenschützen von Yarikawa gesucht und auch glücklicherweise gefunden. Die haben wir dann wieder nach Hause gebracht und danach wurde die Festung hier von Yarikawa angegriffen von den Mongolen, die ja schon besetzt wurde. Und wir konnten glücklicherweise den Angriff zurückschlagen. Also wir haben den Anführer, den General, getötet, indem wir eine neue Attacke gelernt haben. Wir haben jetzt so eine Art Geistleiste, so nennt sich das. Und damit sind wir übermächtig. Also zumindest, wenn wir denn genug Gegner ausschalten, ohne getroffen zu werden. So, ich wollte jetzt ja eigentlich mehrere Sachen machen. Zum einen wollte ich zum letzten Kriegsmönch, das werden wir jetzt tun. Danach gehen wir vielleicht, je nachdem, zu Sensei Ishikawa oder wir machen eines von den Mongolenlagern hier fertig. Mal gucken. Auf jeden Fall wisst ihr Bescheid, wir machen jetzt eine Schnellreise und dann mal gucken, was passiert. Ne? Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also, storytechnisch und sowas, ne? Lorio ist hier, aber keine Spur von anderen. Vielleicht wurden die entführt oder mitgenommen. Die Invasoren werden unsere Arbeit hier nicht aufhalten. Fürst Sakai, Lorio, wo sind die Mönche aus eurem Tempel? Hochi und seine Anhänger kamen vom Zedern-Tempel, um die Heiler im Dorf auszubilden. Die Mongolen entführten sie. Sonst nahmen sie nichts. Hochi ging friedlich mit, da verschonten sie das Dorf. Abschlachten wäre sich wert. Unterwerfung belohnen. Kotuns Lieblingstaktik. Er hätte nicht mit ihnen mitgehen sollen. Er opferte sich selbst für das Dorf. Sie werden zurückkommen. Er hat das Ende nur hinausgezögert. Dann ist es gut, dass ihr und ich hier sind. Also nicht, dass ihr euch wundert, dass jetzt gerade Untertitel hinzugefügt wurden. Falls wir irgendwie mal Probleme haben mit der Sprachausgabe oder so, müsste das ja trotzdem dastehen, was gesprochen wurde. Sie hin sind? Sie ritten an den Teefeldern vorbei. Suchen wir ihre Spuren. Sie ritten, okay. Bei den Teefeldern vorbei, interessant. Sie dürfen den Mönchen nichts antun. Sie sind Heiler. Die Mongolen werden sie am Leben lassen. Diesen Invasoren traue ich ehrlich gesagt alles zu. Nicht nur du, Norio, nicht nur du. Oh, was sehen meine Augen denn hier? Das ist, so wie es aussieht, grüner Tee. Den trinken die Asiaten ja extrem gerne. Vor allem Japaner lieben grünen Tee. Ja, das ist grüner Tee. Sie kamen hier, an den Teefeldern entlang. Sucht nach Spuren. Dann werden wir wohl auch nach Spuren suchen müssen. Aber erstmal sammeln wir hier ein paar Sachen ein und dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ja, alles voller grüner Tee hier. Okay, hier drüben sind die grünen Teefelder. Da geht's auch noch lang. Aber da hört es ja schon wieder auf, ne? Warte mal. Ich sehe hier keine Spuren. Oh doch, hier haben wir welche. Ja, die sind nicht geritten, sondern gelaufen, wie es aussieht. Hier sind Spuren. Sie sind in Richtung Sumpf. Kommt. Klingt, als würdet ihr und Hochi euch kennen. Hochi beschwerte sich immer, dass mein Bruder zu kampflustig sei. Was für ein Mönch ist Hochi? In Sago waren die Leute furchtbar krank. Ihre Gesichter und Körper verfallen. Jeder mied sie, nur Hochi. Er lebte unter ihnen und pflegte sie. Mut zeigt sich in vielen Formen. Hochi glaubt, Kriegsmönche sind voller Wut und Hass. Aber wenn ich meine Naginata schwinge, opfere ich die wenigen, um die vielen zu retten. Und das tue ich ohne Hass.
Das ist natürlich eine interessante Art, wie man denkt, ne? Ohne Hass zu kämpfen. Schon außergewöhnlich. Ich bin ja echt gespannt, wie weit die Mongolen gekommen sind. Hier ist der Sumpf. Mal gucken. Oh, ich sehe welche. Ah, okay. Da sind sie. Bleibt hier, Loriot. Nicht, dass die Mönche zwischen die Fronten geraten. Okay, also soll ich die wahrscheinlich flüsterleise ausschalten? Und ihr wisst ja, was passiert, wenn wir unentdeckt bleiben, ne? Oder nicht getroffen werden. Kurz warten. Geht der auch weiter? Ja. Den werden wir auch erledigen. Nieder mit den Besatzern, würde ich mal sagen, oder? Okay, sind überall auch welche. Okay. Der war einmal. Umso weniger, umso besser. Dann können wir die nämlich relativ schnell ausschalten. Nein! Mann, was machst du denn? Och nö, das gibt's doch nicht! Ey, das ist einfach nur scheiße, Mann. Beweg dich! Wo schlägst du denn hin? Hat ja gut funktioniert, Alter. Wann du euch daneben schießen musste, so ein Dreck. Bitte nicht. Alles wird wieder gut. Ich wollte doch nur was zu essen. Seid ihr der Samurai, der wieder auferstanden ist? Ist Hachi bei euch? Hachi? Nein, aber einer von uns ist entkommen. Die Eindringlinge haben ihn verfolgt. Sie kommen sicher gleich wieder. Fürst Sakai, Mongolen auf der Straße. Norio, ihr lebt. Zurück, alle Mann. Nein, nicht schon wieder. Oh, wie ich diese Scheiße echt hasse. Nein, ich krieg ja keinen Anfall. Ich krieg ja gleich sowas von Anfall. Mann, läuft ja alles richtig scheiße hier. So ein Scheißdreck. Oh Mann. Ist jemand verletzt? Uns geht es gut, mein Herr. Wo ist Hachi? Eine andere Gruppe hat ihn. Norio. Sie kannten Hochis Namen. Und sie erwähnten den Zedern-Tempel.
Fürst Sakai. Warum sollten Sie Hochi vom Rest trennen? Weil er der beste Heiler ist. Sie brauchen ihn vielleicht. Und er ist gern mal vorlaut. Ihr meint, er hat Sie verärgert. Ich kenne Hochi. Ja. Zieht keine voreiligen Schlüsse. Zunächst einmal müssen wir ihn finden. Ich werde herausfinden, wohin Sie ihn gebracht haben. Wir sehen uns dann in Akashima. Wir finden ihn, Norio. Ach Mann, ey, was für eine Scheiße. Wenn das, also, hätte das funktioniert, dann hätte ich sie wahrscheinlich wesentlich schneller besiegt, aber nein. Das sollte wohl nicht sein. Naja, egal. Okay. Jetzt werden wir zu Sensei Ishikawa gehen, denn er ist sowieso fast in der Nähe. Das nervt mich irgendwie. Naja, was willst du machen? Das Flüchtlingslager. Sensei Ishikawa wollte mich hier treffen. Ja, er wollte. Aber ich sehe ihn nicht. Bleib mal hier, Nobu. Er ist nicht hier. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. Okay. Wir sollen ihm hier fragen. Dem Mann anscheinend. Ich suche einen Samurai, einen Schützen. Der Sensei war Richtung Küste unterwegs. Er meinte, ihr solltet zu ihm stoßen und mit ihm jagen. Ihr wüsstet, was gemeint ist. Ja, das ist nicht gut, wenn er vorgestürmt ist, um die Mongolen aufzuhalten. Dann werden wir ihn mal suchen und hoffentlich auch finden. Okay. Ich höre Mongolenhörner oder wie man die nennt. Okay. Den hätten wir. Alles klar. Sind jetzt alle ausgeschaltet? Ich höre keine Musik mehr, also ich schätze mal ja. What? Knapp, Mann. Hat er den Kopf unten? Ich spreche mit ihm gleich. Ich brauche nur ein paar Pfeile. Ihr seid verwundet. Das überlebe ich. Ihr hättet beim Lager auf mich warten sollen. Ich hatte eine Spur zu Tomoe. Ich durfte sie nicht verlieren. Waren das Ihre Schützen? Einer von ihnen rief meinen Namen. Es kommen noch mehr. Versorgt eure Wunde. Ich erledige das. Fürchtet euch vor dem Geist! Ha! Nice! Dorsa!
Da oben ist einer. Den hätte ich. Ja. War jetzt doch nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Aber erstmal brauche ich nochmal Pfeile. So, gut, genau. Jetzt haben wir genug. Und jetzt gehe ich zu Sensei Ishikawa. Gar nicht schlecht, Sakai. Sie hatten euch umzingelt. Tomoe hat sie gut trainiert. Nicht deshalb konnten sie euch flankieren. Wenn ihr was zu sagen habt, dann sagt es. Ihr habt sie nicht bemerkt, weil ihr zu sehr auf Tomoe fokussiert wart. Selbst ich mache Fehler, Sakai. Nein, ihr nicht. Außer bei ihr. Wir sollten weiterziehen. Okay. Na denn, weiter geht's, ne? Was wisst ihr über das Lager? Größtenteils Bogenschützen. Okay. Sie begleiten Tomoe auf Raubzügen in ganz Akashima. Sie hat ihr Vertrauen gewonnen. Sie ist ein nützliches Werkzeug zum Erobern. Zumindest vorerst. Ich weiß nicht, wie weit es ist. Los jetzt, Nobu! Ah, das werden wir noch herausfinden, schätze ich mal. Ah, schön, da war ein Kunai. Na egal. Tomoe hinterging euch, bevor sie zu den Mongolen stieß. Aber ihr habt mir nie erzählt, was genau passiert ist. Sie nutzte meine Lehren, um Attentätern zu helfen. Sie zahlten gut. Das erklärt nicht, warum sie euch angriff. Sakai, was macht ein Samurai mit einem Attentäter? Ihr habt euch gerecht. Sie angegriffen. Ich habe Tomoe wie jeden gewöhnlichen Mörder bestraft. Sie war eure Schülerin. Ich mache keine Ausnahmen, Sakai. Zuerst Hironori Nagao, jetzt Tomoe. Enttäuscht ihr mich nicht als Nächster? Ja, sonst wissen wir, was das bedeutet. Auch für uns. Ja, mal gucken. Zum Spaß, Menschen. Nicht zum Spaß. Sie üben. Das ist grausam. Sich an Gewalt zu laben, schwächt den Krieger ebenso sehr wie Völlerei. Okay, das ist definitiv übel. Das ist sogar Unschuldige töten. Zum Ziel schießen, ich glaub's nicht, ey. Wir müssen sie unbedingt aufhalten. Tomoe wollte in eurem Dojo lernen. Was hat sie davor gemacht? Ihre Mutter stammte aus einer Händlerfamilie in Umugi. Ihren Vater kannte sie nicht. Warum fragt ihr? Niemand lernt das Töten über Nacht. Auch kein Wunderkind mit dem Bogen. Der Blutdurst wurde ihr in die Wiege gelegt. Okay, was hat das zu bedeuten? Wieder ein. Oh Mann. Ihre Schützen jagen die Menschen von Akashima wie Hunde. Tomoe und ihre Gefährten gieren zu sehr nach Gewalt. Ein Mörder meistert seine Waffe. Ein Samurai sich selbst. Ihr habt euer Leben dem Bogen gewidmet. Dem Bogen, das stimmt. Doch nicht den Töten. Das ist doch Haarspalterei. Einst band ich einen verletzten Diener mit einer Bogensehne in den Sattel. Als ich kein Messer hatte, schnitt ich mit einem Pfeilkopf Fleisch. Ihr sagt, ein Bogen ist mehr als eine Waffe. Und ein Samurai ist mehr als ein Mörder. Ja, da ist schon was Wahres dran. Wie weit ist es wohl noch bis zum Lager? Wenn Tomoe nicht mit sich reden lässt, bleibt nur eins. Wir müssen sie töten. Ich war ihr Lehrer. Ich trage Mitschuld an ihren Taten. Ich beende das. Ihr tragt nur die Schuld, wenn ihr ihren Blutdurst geschürt habt. Ich wählte sie aus. Ich hätte die Finsternis in mir sehen sollen. Habt ihr aber nicht. Das macht euch Angst. Es ärgert mich.
Ja, ist verständlich. Wir sind fast da. Wir machen es lieber vor Nakayama. Das Lager beobachten, nach Schwächen suchen. Ein Plan spielen. Ganz recht, Sakai. Zweimal schauen, einmal schießen. Jo. Okay, wir sind anscheinend da. Von hier aus gehen wir zu Fuß. Das könnte interessant werden, Leute. Oh Mann. Der Bogenstil der Mongolen. Eine Mischform. Tomoe bildet sie aus. Da sind die Ziele. Samurai zu kämpfen. Erteilen wir ihnen eine Lektion. Wir nehmen das Lager ein. Dann suchen wir sie. Sobald er angreift, finden meine Pfeile ihr Ziel. Ja. Okay, ich brauche nicht mehr viel. Nein, ich wurde getroffen. Hä, was ist denn jetzt passiert? Ich habe da abgewehrt. Ach Mann, oh. Oh, wie mir sowas auf den Sack geht. Weißt du, du kannst deine Verbündeten wieder hochhelfen, aber sie dir nicht. Das verstehe ich nicht. Das macht keinen Sinn. Also, sorry, nee, das geht nicht. Okay, und nun geht's los. Ich habe mich im Burkaneda nicht getäuscht. Ihr werdet besser. Tomoe ist nicht hier. Ganz sicher. Sehen wir uns um. Ja, also hätte ich jetzt gerade eben nicht dieses Problem gehabt, dann hätten wir das wahrscheinlich noch sehr schnell gesäubert, das Lager. Aber okay, sollte wohl nicht sein. Trotzdem haben wir es geschafft. Aber das ist heftig, ne? Die Szenerie hier. Oh Mann. Na, ich will erstmal die Vorräte haben. Und dann den Rest. Meine Warenliste. Japanische Bögen und Ziele. Lieferorte in ganz Toyotama. Sie bauen noch mehr Ausbildungslager auf. Eins in Otsuna, eins in Kushi. Und ein weiteres. Okay. Hier haben wir noch eine weitere Information. Eine Nachricht auf Japanisch. Was steht darin? Großkhan, Eroberer von Tsushima. Vor Jahresende werden eure Bogenschützen wissen, wie man Samurai tötet. Und ich bringe euch die Köpfe von Sensei Ishikawa und Jin Sakai. Tomoe war hier. Ich gab ihr alles. Und sie warf es weg. Sie ist eine Gefahr. Das kann nur auf eine Art enden. Ich weiß, was zu tun ist. Wissen und Tun sind nicht dasselbe. Ihr stellt in Frage, dass ich Samurai bin? Tomoe war mein größter Erfolg. Doch wenn ich muss, werde ich sie töten, um diese Insel zu retten. Das ist meine Pflicht. Diese Liste.
Mit ihr können wir die anderen Lager finden. Und wir beenden Tomoes Verrat. Sakai! Ihr seid ein guter Krieger und könnt ein großer Anführer sein. Doch hinterfragt nie mehr meine Integrität. Ja, das kommt wahrscheinlich sonst ein Verrat gleich, ne? Also wie wir gehört und auch gesehen haben, wurden anscheinend die Bogenschützen gut ausgebildet von Tomoe. Und es könnte sonst zu einer Gefahr werden. Wir müssen sie also tatsächlich aufhalten. So, warte mal. Wir haben hier gleich mal mehrere Lager. Zum einen hier die Rebellenzuflucht und dann haben wir noch Steinsumpfausguck. Ich werde wahrscheinlich beide säubern. Wir haben jetzt gerade mal an den 27 Minuten gezockt. Das sollte also drin sein. Ne, wenn ich jetzt gut bin, schaffen wir das noch. Vor allen Dingen ist jetzt gerade Nacht. Das heißt also, wir können eventuell sogar relativ leise agieren. Ohne Probleme. Na, mal gucken. Den hätten wir. Was? Ich soll drei Gegner mit einer Schwarzpulverbombe verletzen? Kein Problem. Ups. Gut. Ich brauche nur noch eine Glocke rein, theoretisch. Den hätten wir auch. Ja. Verdammt. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Ha! Ja, okay, scheiß drauf. Scheiß jetzt drauf. Ja, moin. Ja. Ich liebe diesen geilen Modus. Den hätten wir. Oh yeah. Das war richtig, richtig gut. Ich meine, klar, ich habe jetzt das Bonusziel nicht erreicht, aber scheiß drauf. Wir haben dafür die gut ausgelöscht. Muss man einfach mal so sagen. Ich meine, allein schon, wie ich jetzt gerade mit dem... Der ist auch, ich glaube, schon relativ gut aufgewertet worden. Ist da gerade was vorbeigerannt? So, warte mal. Das haben wir gesäubert. Ich würde jetzt nur noch das hier unten machen, also den Steinsumpf-Ausguck fertig machen. Und dann würde ich sagen, würde ich jetzt die Folge dann auch beenden wollen. Wir haben eigentlich lange genug gespielt.
Und solange ich nicht erwischt werde, beziehungsweise getroffen werde, können wir halt dann wieder diesen geilen Modus aktivieren. Ey, der ist so heftig, ne? Damit kannst du so gut die Gegner erledigen. Ich weiß nicht, ob wir den auch verbessern können. Das sollte ich dann mal nachgucken. Nee. Hier nicht. Da hinten müsste das sein, wa? Ich glaube, es könnte gleich Tag werden. Wenn wir Pech haben zumindest. Ich höre auf jeden Fall Leute. Ich glaube, da hinten ist der Anführer. Ich weiß auch schon, wie wir den ausschalten können. Das wird besonders witzig. Yeah! Da kommt noch mehr. Das hat ja richtig gut funktioniert. Also, ich sag ja, ne, wenn man die voll hat, du bist eigentlich, also jetzt im Augenblick zumindest, ist man übermächtig, was ich aber schon mal gut finde. Weil ich meine, wir hatten vorher mitunter schon ziemlich heftige Probleme, ne? Da kann man natürlich jedes, also jeden Vorteil, den man so erreichen kann, natürlich gut gebrauchen. Einfach mal den Anführer als erstes abgemurkst und danach den Rest gemacht. Cool. Ja, das war jetzt mega spaßig und ganz ehrlich, ich hoffe, das können wir häufiger so erledigen. Also solche Mongolengebiete reinigen, weil gerade mit dieser Geisteranzeige da haben wir halt das etwas einfacher. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Jo. Sehr, sehr geil. So, hier kann ich nichts mehr mitnehmen. Also, die einzigste Sache, die man hier noch reinigen müsste, wäre die Numata-Siedlung. Die will ich jetzt aber nicht reinigen, weil das ist ein bisschen zu weit weg. So, warte mal. Wir haben ja noch 3 Dörfer übrig. Das müsste man eigentlich auch mal machen. Oder das mache ich denn so, weil wir brauchen ja noch den Schlüssel für Goyakus Rüstung oder Kosakus Rüstung? Auf jeden Fall, wir brauchen irgendeine Rüstung. So. Die Dieben. Wo waren die 5. Mission? Die war hier oben, glaube ich, ne? Ne, 6 von 9. Dann ist die hier. Ah, genau. Eine Nachricht im Feuer. Also wir haben einiges noch zu tun, ne? Ich weiß nicht, ob es besser wäre, als letztes die Sakai-Clan-Rüstung zu besorgen oder erst die Samurai-Verstärkung des Shoguns anzufordern. Ich meine, wir sind hier ganz in der Nähe. Das heißt also,
das könnte man einfach, ja, erreichen und dann beim nächsten Mal machen. So würde ich das jetzt zumindest handhaben wollen. Das war auf jeden Fall mega geil, ganz ehrlich. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ich freue mich natürlich auf mehr von solchen Spielen. Ja, nicht Spielen, ich meine von solchen Runden. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Abend oder was auch immer gerade bei euch sein sollte. Und ich hoffe natürlich, dass ihr dann auch wieder mit dabei sein werdet bei der nächsten Folge. Also bis denn und tschüss.